Weihnachtskrimi. Teil 18. Was bisher geschah? Hanna und Laura sind außer Haus und Erwin hat endlich die Müllsäcke inspiziert. Benediktas Kleider sind verschwunden. Da ist ein Hut, ein Damenhut und merkwürdige Teile. Während Erwin über den Hof ins Haus geht, hört er, wie die Vordertür geöffnet und geschlossen wird und gleichzeitig das Auto vor dem Haus wegfährt. Er hört, wie Hanna die Kinder begrüßt. »Darf Mama mitspielen?«, fragt sie. »Mama, komm«, sagt Svenja. »Mama, weißt du, dass der Tobias dumm ist?« Hanna sieht, wie Tobias der Hals schwillt. »Svenja, das sagt man doch nicht«, sagt sie schnell. »Es gibt keine dummen Menschen. Wenn einer etwas nicht so gut kann, kann er es lernen, es besser zu machen. Und meistens kann er dafür etwas anderes richtig gut.« »Zum Beispiel Papierflieger bauen«, wirft Erwin ein, der inzwischen hereingekommen ist. Er greift in seine Tasche und holt ein zerrissenes Stück Papier heraus. Dieses legt er sorgfältig vor Tobias auf den Tisch. Am unteren Rand sieht man eine mit grün geschriebene Notiz. »Mein Sohn, ich verstehe vollkommen, dass man manchmal eine Notlüge gebraucht. Aber wenn Leute im Spiel sind, die jemanden aus meiner Familie in Gefahr bringen könnten, dann möchte ich das wissen.« »Was ist das?«, fragt Hanna. Tobias reicht ihr das Papier. »Ich hab's mir notiert, damit ich's nicht verschussel.« Hanna schaut eine Weile auf die Formeln und Nebenrechnungen und dann entdeckt sie die Notiz. »Ach so«, entfährt es ihr nach einem fast etwas zu langen Moment. »Den Martin meinst du?« Sie atmet auf. »Das ist der Sohn einer Bekannten. Der wollte gestern etwas vorbeibringen und ich hatte Tobias Bescheid gegeben für den Fall, dass ich nicht da bin oder du weißt schon wo.« So ganz ist Erwin nicht überzeugt. An dieser Wahrheit scheint immer noch eine kleine, aber bedeutende Ecke zu fehlen. »Ach übrigens«, fällt es Erwin ein. Denn jetzt, wo Benediktas Kleider weg sind, gibt es ja nichts mehr zu verbergen von keiner Seite. Was ist mit dem Styropor in der Garage? Wird das abgeholt oder müssen wir es wegbringen? Ach, die drei blauen Säcke! Hanna ist wirklich völlig lässig und kein bisschen nervös. Die will Mickey holen für sein Materiallager, sagt sie schließlich. Erwin würde ja zu gerne fragen, was mit den vorherigen Müllsäcken bzw. mit den Kleidern passiert ist, aber irgendwas sagt ihm, dass er hier nur eine Lüge als Antwort bekommen würde. Was haben die bloß für Geheimnisse? Was haben die ausgeheckt? Oder sieht er vielleicht doch schon weiße Mäuse? »Ich glaube, ich trinke heute nichts mehr«, sagt Erwin vor sich hin. Hanna lächelt fast unmerklich in sich hinein. Bis hierher für heute. Es sind noch Fragen offen. Hat Hanna etwas mit dem Verschwinden der Kleider zu tun? Hat Mickey etwas mit dem Verschwinden der Kleider zu tun? Wer ist die geheimnisvolle Bekannte von Hanna, deren Sohn Martin heißt? Bleibt dran, denn morgen geht es weiter.